Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video heute bei den, ich wollte gerade schon Sinnigwasser 11 sagen, bei Boom 33 HD. Also heute wollte ich hier ein kleines Gehege auch für die Kühe bauen. Ich wollte jetzt kurz mal nicht so viel mit Redstone machen, weil nur Redstone ist auch irgendwann langweilig, hier überall alles mit Redstone hier. Und dann wollte ich hier auch hier in meinem Nicht-Redstone-Bereich hier oder dort wollte ich auch noch mal hier ein bisschen ohne Redstone bauen. Letzte Folge habe ich ja auch hier nur diesen Leuchtturm, Leuchtturm soll es eigentlich nicht sein, so einfach diesen Turm da zu Ende gebaut. Also zu Ende ist er noch nicht, aber fast zu Ende ist er. Ich baue jetzt hier noch ein bisschen das Gehege. Ich muss jetzt gleich fertig sein. Das Gehege ist... Ja, eigentlich sind Tiere wichtig. Wenn ich das Projekt irgendwann mal auf Überleben stelle, was ich vorhabe, irgendwann, dann brauche ich hier, ich darf hier nichts von unten holen. Ich muss alles von hier oben abbauen, hier Bäume, alles nur von den Sachen hier, die ich selber angepflanzt habe schon. Von dort zum Beispiel oder von meinen Dingsfarmen da essen. Das ist sehr schwer. Also schwer wird es jetzt nicht so sein, wenn ich hier so genug Sachen baue, aber hier brauche ich auch hier so einen Vorrat. Vielleicht ist irgendwann die Farm da kaputt, dann muss ich hier was von hier irgendwelche Tiere holen. Und hier Milch braucht man auch. Also, oder Wolle von den Schafen. Ich habe ja auch eine kleine Wollefarm, aber die ist sehr ineffizient. Die macht vielleicht eine Wolle pro Minecraft-Tag und das ist jetzt sehr wenig. So, die Fläche ist geschaffen. Jetzt brauchen wir nur noch Zaun. Das sind Zäune. Ich mache hier mal das Gehege schnell. Und jetzt, okay. Okay, wir machen das so. Oh, was mache ich denn jetzt hier? So, so wird das Gehege. Auch ist jetzt auch nicht zu klein. Wir machen hier auch artgerechte Tierhaltung, also hat man, sieht man auch da hinten, ne? Also sehr wenig Tiere auf sehr viel Platz. Bei den Schafen sieht man das auch und hier wird das genauso sein, also sehr artgerecht und den Tieren, die, ja, wird es gut gehen. Was ist das denn? Och, was habe ich denn? Ich habe doch nur... Wo sind der 10.000 Tiere? Sag mir das mal. Ja, nee. Das geht doch jetzt nicht. Ach, das ist doch voll blöd jetzt. Okay, ich teste es später mal aus. Ich habe keine Ahnung. Ich kann leider hier nicht wissen, was hier unten für Tiere sind. Ach, hier sind tausende Tiere. Okay, nicht so viele.